Und deswegen hat das Café Lili Marleen zum heutigen Tag geschlossen.
weil sie zu Recht sagen, wir diskriminieren niemanden, entweder alle oder keiner. Und dieser Schritt der jungen Dame, die wir persönlich auch kennen, verdient allen Respekt und Mut. Und ich kann nur appellieren an alle Gastronomen, überlegt euch, was ihr macht. So wie das hier weitergeht, braucht ihr nicht denken, dass 2G das Ende ist oder dass euch das irgendwas helfen wird, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten und aufstehen und sagen, nein, mit uns nicht. Dann wird es wie in übelsten Zeiten, die wir noch nicht erlebt hatten, Gott sei Dank, aber ich will es auch nicht erleben. Und Versendung des Schreibens vom 25.10. übermitteln. Mit Ihrem Schreiben haben Sie zudem einige Fragen an Herrn Harisch adressiert, die in Verbindung mit der Corona-Pandemie stehen. Wie Ihnen bekannt ist, ist der Landkreis in der Pandemiebekämpfung eine Behörde, die Landes- und Bundesrecht umsetzt. Die persönliche Haltung des Landrates spielt dabei kaum eine Rolle. In seinem offenen Brief an die zuständigen Stellen in Bund und Land hat er seine Haltung jedoch bekanntermaßen deutlich formuliert. Ihre Fragen zur Gültigkeit der Corona-Schutzmaßnahmen bitten wir Sie daher, an den entsprechend zuständigen Stellen vorzubringen. Ja,